Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog. Service, Nachrichten und Praxiswissen zu E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Am Rande der Hauptversammlung ist bei Tesla ein Geheimplan für die Akkuzellproduktion durchgesickert. Wir schauen uns an, was sich dahinter verbirgt. In einer stark belasteten Stadt soll ein künstlicher Berg aufgeschüttet werden, der CO2 schluckt. Und wir haben ein Interview mit der Firma Rivian, die für ihre Pickups in Amerika bekannt ist. Zusätzlich haben wir noch einige andere interessante News. Auf geht's zum Überblick. Kommen wir als erstes zum Honda e. Hier sind weitere Informationen bekannt geworden. Und zwar hat Honda hier eine Presseinformation rausgegeben, die zum einen bestätigt, dass die Reichweite über 200 Kilometer liegen soll und das Fahrzeug einen 35,5 Kilowattstunden Akku hat. Zudem kann man hier auf dem Schaubild noch die eine oder andere interessante Information für technisch versierte Menschen sehen. Wie immer findest du unter dem Video in der Beschreibungsbox den Link zu dem Artikel, sodass du das Bild mal richtig groß machen kannst, um dir die Details anzuschauen. Ich hatte es ja schon vor einiger Zeit erzählt, dass Tesla den Flaschenhals für sich bei der Akkuzellproduktion festgestellt hat. Denn die Gigafactory, die sie zusammen mit Panasonic betreiben, produziert nicht so viel Akkuzellen wie ursprünglich geplant. Und vor kurzem hat Tesla Maxwell übernommen, die nicht nur eine neue Technologie für die Batterien, für die Akkuzellen mitgebracht hat, sondern es sieht so aus, das sind zumindest so die Sachen, die man zwischen den Zeilen aus der Hauptversammlung lesen kann, dass Tesla über eine eigene Akkuzellproduktion nachdenkt, um eben halt noch unabhängiger zu sein und auch entsprechend skalieren zu können. Denn das Problem ist, dass, wie gesagt, nicht genug Zellen für die Akkus, die Tesla haben möchte, produziert werden und somit schon das ein oder andere Fahrzeug von der Entwicklung nach hinten gestellt worden ist. Das gilt zum Beispiel für den Roadster, aber vermutlich auch für den Semi. Und dementsprechend ist es natürlich wichtig, dass Tesla das in den Griff bekommt. Die Details findest du hier wieder in dem Artikel. Erwähnenswert ist noch, dass die Maxwell-Technologie mit trockenen Elektronen arbeitet. Das heißt, es muss kein Lösungsmittel mit reingebracht werden in die Lithium-Ionen-Zellen. Und dadurch wird die Leistung verbessert, die Produktionskosten werden gesenkt. Das heißt, dass zusätzlich sogar noch die Energiedichte gesteigert werden kann, und zwar von über 300 Wattstunden pro Kilogramm wie aktuell bis zu 500 Wattstunden pro Kilogramm. So. Und das ist natürlich ein erheblicher Unterschied, wenn du dir überlegst, dass es in einer Batterie bisher jetzt 100 Kilowattstunden gespeichert werden konnten, dann sind das, wenn ich das jetzt über den Daumen überschlage, dann 170 Kilowattstunden auf dem gleichen Bauraum. Und das lässt dann unter anderem auch in der Zukunft zum Beispiel bei dem Pickup Möglichkeiten entstehen, dass so ein großes Fahrzeug, was natürlich viel mehr Energie versorgt, dann mit einer entsprechend großen Batterie auf einem ähnlichen Bauraum dann versorgt werden kann. Also eine spannende Entwicklung. Wie gesagt, das sind die Geheimpläne von Tesla zu dem Thema. Spannend fand ich hier einen künstlichen Berg, der CO2 schlucken soll. Und zwar wird er in Italien gebaut, in Turin. Turin ist für seine schlechte Luft bekannt. Und dieser künstliche Berg wird aus einem Aushub von einer Straße, von einem Infrastrukturprojekt gebaut. Und das heißt, einfach der Abraum sozusagen dann im Stadtzentrum aufgeschüttet. Ich gehe mal davon aus, dass die Fläche frei sein wird und dann in einem ganz bestimmten Verfahren aufgeschichtet, sodass die Schichten dann den CO2 oder das CO2 aus der Luft herausholen können und dann über die Filterfunktion in die entsprechenden Bestandteile umwandeln. Und das Ganze wird dann noch ein Freizeitpark, sodass hier Turin eine grüne Lunge bekommt. Das finde ich sehr spannend, wenn man solche Baumaßnahmen mit sinnvollen Funktionen verknüpfen kann. Und ja, vielleicht ist das für die eine oder andere Stadt durchaus ein Vorbild. Ich denke mal, ihr habt auch schon von Rivian gehört. Rivian ist eins der,
ich denke mal, bekannteren Elektroauto-Startups, in das auch einige Größen investiert sind, wie zum Beispiel Amazon. Das heißt, eine Firma, die mit Hand und Fuß an der Elektromobilität partizipiert und Autos entwickelt. Sie haben sich darauf spezialisiert, dass sie Autos für einen bestimmten Nutzen produzieren. Das heißt, sie starten jetzt hier mit diesem in Amerika sehr beliebten Fahrzeugmodell, dem Pickup, den es auch in verschiedenen Varianten gibt. Und Rivian ist dafür bekannt, dass sie mit relativ großen Akkus arbeiten. Also die erste Serie wird wohl 180 Kilowattstunden als Akku haben, deutlich mehr als alle anderen bisher. Insgesamt ist es so, dass sie diese Skateboard-Plattform nutzen, die es ihnen ermöglicht, unterschiedliche Akkugrößen anzubieten und darauf aufbauend dann auch verschiedene Fahrzeuge anzubieten. Wichtig ist, wenn man sich überlegt, bei dem Pickup natürlich auch eine entsprechende Reichweite, gerade in dem Flächenland Amerika, sodass hier über 600 Kilometer Reichweite nach EPA, das ist deutlich realistischer als der WLTP-Zyklus, in Aussicht gestellt werden und dementsprechend ein durchaus interessantes Konzept. Warum ich diesen Artikel für euch rausgesucht habe, ist, dass der Entwickler, jetzt müssen wir mal kurz nach dem, der Gründer RJ Scaring, Scaring, Scaringe, Scaringe, wahrscheinlich Scaringe, in einem Interview einiges zu der Strategie, zu dem Konzept von Rivian gesagt hat, und zwar, dass sie wohl eher vorsichtig sein wollen bei den Ladeleistungen, denn er ist der Meinung, dass zu hohe Ladeleistungen die Haltbarkeit der Batterie stark reduzieren. Insofern gehen Sie hier bei Ihrer ersten Batterie nur von 322 Kilometer in 30 Minuten aus, obwohl das eine relativ große Batterie ist. Das heißt, wenn wir das jetzt hier auf die 600 Kilometer Reichweite projizieren, dass dann innerhalb von 30 Minuten auch nur auf 50% geladen wird. Die Frage ist natürlich, ob er recht hat. Grundsätzlich ist es natürlich richtig, je höher die Ladeleistung, desto stärker wird die Batterie belastet. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch einiges mit Kühlung und den entsprechenden Komponenten machen. Nichtsdestotrotz ist natürlich eine große Belastung vorhanden. Auf der anderen Seite denke ich, dass Tesla mit seiner Erfahrung hier auch nicht einfach leichtfertig die Batterien schrotten wird und so hohe Ladeleistung wie bei Model 3 mit 250 kW ermöglicht, obwohl der Akku nur 75 Kilowattstunden hat. Und insofern denke ich, dass die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegt und wenn man das entsprechend vorbereitet, da keine Probleme sein sollten. Eine weitere interessante Nachricht habe ich noch aus dem hohen Norden von Europa. Und zwar habe ich hier bei Björn Nyland ein sehr interessantes Video gesehen zum Thema Ladeinfrastruktur. Worum geht es? Björn Nyland war vor kurzem mit einem Mitarbeiter von Fortum, das ist der größte norwegische Ladelösungs- und Ladesäulenanbieter, unterwegs und hat hier in Finnmark, der nördlichsten Provinz von Norwegen, sich mögliche Standorte für Schnelllader oder überhaupt für Ladestationen angeschaut. Grundsätzlich ist es so, dass ich jetzt nicht mehr über jede neue Ladestation, insbesondere außerhalb von Europa oder Deutschland, berichte. Aber was ich hier sehr interessant finde, ist die Information aus dem Video. Also wenn du die Zeit hast, schau dir das Video an. Du findest den Link unten in der Beschreibungsbox vom Video. Kurz zusammengefasst sagt der Mitarbeiter, das ist der Manager, der für die Exploration zuständig ist, ganz deutlich, dass 95% der Zeit, die sie brauchen, um eine Ladestation aufzubauen, dabei verloren geht, dass der Netzbetreiber die entsprechenden Anschlüsse legen muss. Das heißt, sie haben im Prinzip auf Lager die ganzen fertigen Ladestationen, sogar den Sockel, auf dem sie gebaut werden und auch entsprechende Firmen, die Anschlüsse vornehmen, aber die Kabel, die Anschlussleistungen, Transformatoren, was auch immer dann erforderlich ist, die müssen eben vom Netzbetreiber geschaffen werden. Und das Spannende hier in diesem Fall ist, dass hier alle an einem Strang ziehen, dass die Netzbetreiber sich verpflichtet haben, so schnell wie irgend möglich die Voraussetzungen zu schaffen, sodass hier trotz dieser immensen
Anzahl von Ladestationen damit gerechnet wird, dass bereits im Sommer, also in diesem Jahr, die ganze Installationsarbeit geschaffen werden. Und was haben wir hier im Prinzip insgesamt? Sind es 52 Ladestationen, die hier gebaut werden. Davon sind 17 Ladestationen mit einem 150 kW Lader, mit 50 DC Lader, also mit einem 50 kW DC Lader und 2x2 22 kW. Dann gibt es nochmal 8x2x2 50 kW und 2x2 22 kW. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, zum Nordkap wird es immer langweiliger, mit dem Elektroauto zu fahren. Es ist keine Herausforderung mehr. Als wir 2017 mit dem i3 gefahren sind, war hier so gut wie keine Verknüpfung. Das heißt, man musste hier oben wirklich richtig nach Ladestationen suchen. Das ist schon ein bisschen besser geworden, aber noch nicht ganz so gut. Insgesamt ist die Ladesituation im Moment im Norden von Norwegen noch sehr schlecht. Aber das Positive ist, dass hier dann auch der Teufelskreis unterbrochen wird zwischen dem, es gibt ja keine Möglichkeiten zu laden, und die Ladesäulenanbieter, die sagen, ja, warum sollen wir denn Ladestationen bauen, wenn es keine Elektroautos gibt? Also insofern wird dieser Teufelskreis durchbrochen. Was ich ganz spannend fand, ist, dass der Fortum-Manager gesagt hat, dass sie eben halt nach den Jahren des Aufbaus jetzt für sich auch entschieden haben, dass sie hier, auch wenn man da kein großes Geld verdienen kann, weil einfach nicht so viele Menschen in diesem großen Landesteil leben, trotzdem diese Investitionen machen, und dass dadurch, dass die Netzbetreiber und alle anderen Beteiligten hier auch mit kooperieren, das Ganze optimal gestalten, sehr wahrscheinlich zumindest so plus minus null rauskommen, zumindest also die Investitionskosten reingespielt bekommen. Denn ein großer Faktor ist auch immer der Unterhalt. Das darf man gerade bei diesen Größen nicht unterschätzen, denn wir reden hier, das war glaube ich eine Tour von 2500 Kilometer, die ihr hier jetzt im Video seht. Also hier ist richtig viel Strecke zu machen, um das Ganze dann abzudecken. Also ich finde eine sehr interessante Neuigkeit, um mal auch einfach mal zu sehen, wie es zum Beispiel in Deutschland, in Europa möglich ist, die Ladeinfrastruktur auszubauen. Es müssen alle Beteiligten an einem Strang ziehen, dann ist es schnell möglich. Und es macht auch durchaus Sinn, in Regionen für die Ladeinfrastruktur zu sorgen, wo nicht so viele Menschen leben und es noch nicht so viele Elektroautos gibt, weil das bezüglich der Elektroautos sich natürlich dann auch ändern kann. Ich hoffe, die heutige Sendung hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Kommentare, Anmerkungen oder auch Korrekturen habt, freue ich mich, wenn ihr das unter dem Video macht. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, geht das ganz einfach. Klickt hier auf das E-Auto im Point of Interest. Wichtig ist, die Benachrichtigung einzustellen. So kriegt ihr die Information, wenn ein neues Video online ist. Ich freue mich drauf, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, euer Dirk Henningsen.